Therese von Mucciala hat seit 20 Jahren nichts an ihrer Frisur verändert und auch wenn sie in der Freizeit gerne neue Länder bereist, sieht man die Offenheit nicht in ihrem Style. Das soll sich heute ändern. Ich habe mich für das New Style angemeldet, weil ich schon gleich einen runden Geburtstag feiere. Und das hat mir so den Anlass gegeben, so ein bisschen für eine Veränderung. Mal einen neuen Look. Ein neuer Look auf den Geburtstag. Für Martin Dürrematt eine grosse Freude, einen von diesen Geburtstagswünschen dürfen zu erfüllen. Ja, mit der Therese, ihren langen Haaren erwarten mich heute in meinem Hair-Atelier einiges an Arbeit. Doch dass Therese sich von einem grossen Teil ihrer Haarlänge muss verabschieden muss, habe ich ihr zum Start gerade mal ein Rechtsstück abgeschnitten. Ich habe ihr eigentlich das komplette Programm gemacht. Babylights, Balayage, klassische Highlights und natürlich auch noch durch Spitz aufgehellt. So viele schöne Haare zu bearbeiten, das braucht Zeit. Aber das Tolle daran, so eine komplette Technik muss man maximal zweimal im Jahr machen. Liebe Ladies, lange Haare brauchen zwingend eine optimale und reichhaltige Haarmaske. Wenn es euch zu aufwendig ist, die nach dem Haarwaschen zu machen, dann habe ich euch die Lösung dafür. Eine Overnight-Haarmaske. Die könnt ihr, bevor ihr ins Bett geht, auf die trockenen Längen und Spitzen machen, durchkommen, über die Nacht einwirken und dann am Morgen ausspülen und die Haare waschen. Am Beautyplatz zurück habe ich der Therese ihren Haarschnitt personalisiert und ausgeschafft. Sprich, der Spitz nur noch leicht gekürzt, alles grosszügig durchgestuft und Curtain Bangs geschnitten. Curtain Bangs oder übersetzt Vorhangfransen sind total moderne und längere Ponys, die man international zum Beispiel auch bei einer Heidi Klum oder Jennifer Lopez sieht. Für Styling habe ich absolut auf Andan Wave gesetzt. Struktur pur. Ich liebe den Therese ihren neuen Look. Sie sieht einfach so sommerlich frisch aus. Es sind mehr als 20 cm Haar weggekommen und die Leichtigkeit sieht man tatsächlich. Der David Hameyer will den frischen Haarschnitt auch mit dem Make-up unterstreichen. Therese ist eine coole Frau, die in ihrer Freizeit wirklich schön viel draußen ist. Und über die Jahre hat man das ein bisschen gesehen. Und damit die Haut noch glatter und noch frischer mit dem heutigen Look wird, ist es für mich extrem wichtig, dass ich ihr eine gute Basis liefere. Das wichtigste Produkt fast für den gesamten Look ist Instant Eclat. Das ist ein Primer, der sowohl Rosé als auch goldene Partikel enthält. Den trage ich dünn auf und das Make-up und der leuchtet einfach alles, was Unebenmäßigkeit ist, super weg. Als nächsten Schritt kommt eine Grundierung, die auch an Therese Haut angepasst ist. Es ist Léa Le Teint in der Farbe Organza, ist so ein Beige-Ton mit einem ganz leichten Rosé-Kick und der gibt der ganzen Haut noch mehr Frische. Und noch viel wichtiger, da setzt sich nichts in der Falte ab oder es zeichnet irgendwas ab, was man nicht sehen will. An den Augen habe ich mich heute ausgetobt, nachdem ich den Concealer aufgetragen habe, vor allem mit so Beige- und Crash-Tönen und vor allem einen blauen Liner, den ich so leicht pariserisch ein bisschen nach außen gezogen hat. Sicily hat ein super schönes 3-in-1-Produkt, die Palette L'Orchidée. Das ist nochmal wie ein Highlighter, ein Wangenrouge und ein Bronzer in einem. Damit habe ich ihre Haut in so ein bronzkoralliges Licht gelegt, entlang den Stirnknochen, am Wangenkonturenbereich und Richtung Hals in so eine sommerliche Frische und eine Frühlingsfrische der Haut gegeben. Abgerundet habe ich den Look mit einem nudefarbenen Lippenstift. Der Lippenstift wurde mit einem natürlichen Beige-Ton umrahmt an der Lippenkontur und als Extra-Kick für die Feuchtigkeit habe ich ihr noch einen wunderschönen Lipgloss in der Farbe Venus aufgetragen, auch beige mit einem super glamourösen Goldschimmer. Glamourös ist ein gutes Stichwort für das modische Umstyling mit der Luisa Rossi. Das gibt es dann im zweiten Teil. Im PKZ an der Bahnhofstrasse in Zürich ist Profistylistin Luisa Rossi bereits in festlicher Stimmung. My Black Beauty! Schau, ich habe dir das mal abgeschaut, weil du Kontrastprogramm hast. Für dich wunderbar in der Kabine, alles vorbereitet, schön hell, alles wunderbar. Du bist wunderschön ausgesehen an deinem Geburtstag, alles ist parat. Danke euch. Fließend soll das Outfit von der Therese für den grossen Abend. Young, ich habe gefunden, ich starte bei den Hosen, ganz fließende, schöne Hosen von Luisa Cerano in dem feinen Rosa mit einer Blümchen drin, ein absoluter Blickfang. Kombiniert mit einer Velvet-Bluse, auch fein in den Farben, aber vor allem auch fließend im Material. Und zwar ist das 100% Viskose, schön glänzig und das wollte ich beibehalten. Fließend gehen wir weiter mit dem Mantel und zwar von Goma. Das ist ein Traummantel, der die Farben aufnimmt, wo aber auch sehr neutral ist, wo immer kannst anlegen und eine schöne Sandale in dem feinen Rosé von Pedro Miralles und stark in der Farbe bin ich dann reingegangen bei der Tasche von Heroin und die ist wirklich ein knalliges Rot. Ich bin 100% sicher, dass der es mit dem Outfit jeder wird bezaubern im Raum, nicht nur ihren Schatz.
Welche Sonnenbrillen sind im Trend der Sommer? Das ist mein heutiger Tipp. Ich habe vier ausgesucht, gestartet mit der wunderbaren von Chloé. Und zwar mehr die quadratische, weil Square ist nämlich ein grosses Thema. Dann gibt es zum Beispiel die von Gucci. So halber Fernseher, aber ein bisschen mehr Transparenz drin, finde ich auch total lässig. Eine meiner Lieblinge sind natürlich die runden. Runde Brille finde ich mega cool. Und die letzte von Tom Ford, ein bisschen Cat Eye. Das sind so ein bisschen die Formen, die man sieht. Was ich gemerkt habe, oft bei den Brillen, entweder hast du ganz dicke Fassungen, auch auf der Seite, oder du hast wirklich filigrane Fassungen, die einfach das ganze Lichtigkeit geben. Frisch darf es am Tag danach sein, beim Breakfast. Und zwar habe ich hier ausgesucht, auch etwas Helles für sie. Und zwar gestartet beim Pulli. Es ist eine von Riani mit einem leichten Lurex-Faden drin, im V-Schnitt, schön fließend. Kombiniert mit einer weißen Jeans von Cinque, die schöne Details hat, wie zum Beispiel beim Abschluss ein bisschen ausgefranzelt. Das macht es cooler, die ganze Geschichte. Frisch, zart und edel bin ich geblieben beim Blazer von Set. Es ist ein Langblazer, wo die Farbe Apricot wunderschön ist und das Ganze aufnimmt. Aber beim Schuhen habe ich auch geschaut, dass die Farbe ein bisschen wiederholt ist. Es ist eine Marke und eine neue Marke von PKZ und die heisst Gold. Zu dem Casual Chic Outfit. Casual, schick Tasche sein. Und bei Heroin habe ich die passende gefunden, die alles abrunden tut. Also sie ist auch für den Brunch perfekt angelegt. Das Geburtstagsgeschenk vom Newstyle-Team ist gelungen und man darf da glaube ich sagen, aus der Therese ist ein strahlender Schwan geworden. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dem super tollen Team, aufgestellten Team. Und ich bin mega froh, dass ich mich auf das Abenteuer einlassen. Es zeigt mir einmal mehr, mach mal etwas, was du sonst nicht machst. Und was rausgekommen ist, gesehen. Ich finde es toll. Merci vielmals.